Hey Leute, willkommen zurück zu Don't Starve, Reign of Giants. Oh Mann, meine Gesundheit, meine geistige Gesundheit geht immer weiter runter und ich muss langsam was dagegen tun, Leute. Ah, ja, ich wollte mir was basteln, aber ihr habt gesagt, ich soll doch Blümchen pflücken gehen, das würde viel mehr bringen. Ich baue mir trotzdem mal einen Razor und shave mich mal. So, dann habe ich nämlich hier erstmal wieder... Oh, nee, wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich schon so die Gewohnheit wieder drin, dass ich mit E benutze. Es geht aber nicht. So, hatte ich erst so einen kurzen Bart hier? Das gibt's ja gar nicht. Naja, okidoki. Ah, dieses Schatten. Ihr sagtet schon, je weiter meine geistige Gesundheit sinkt, desto aggressiver werden die Teile. Warte mal, die kann ich ja kochen, ne? Die Froschschenkel. Oh, lecker. Mh, gekochte Froschschenkel. Oh, die sind sogar richtig gut. Guck mal. Nom nom nom. Lecker, lecker. So, dann wollen wir mal sehen. Wo könnte ich noch hin jetzt? Ich könnte vielleicht ein paar Bienen umhauen. Ich könnte Grabsteine ausbuddeln. Oder ich gehe durch das Wurmloch. Dann komme ich aber hier unten nur raus. Ich brauche dringend Futter, Leute. Ich brauche wirklich dringend Futter. Ich gehe mal hier runter. Ah, seht ihr, da ist wieder dieses Schattenwesen. Oh nein, oh, meine geistige Gesundheit sinkt und sinkt. Warte mal. Blümchen pflücken. Wie viel gibt denn das? Oh, das gibt 5. Oder? Lass mal drauf achten. 102. 107. Ja. Blümchen pflücken bringt's wirklich, Leute. Oh, ich brauche auf jeden Fall... wo habe ich meine Axt? Da ist meine Axt. Ich brauche Birchnuts, Leute. Ganz dringend. Das ist Essen. Das ist gutes Essen für mich. So. Ich bin immer gespannt, wann wir in den Sommer kommen. Oh, warum ist denn hier eine Falle? Die habe ich aber nicht aufgestellt. Nicht, dass ich wüsste zumindest. So, Blümchen. Geistige Gesundheit. Beste. Oh, ich esse die mal, die Blütenblätter. Die geben mir ein bisschen Gesundheit. Oh, sie steigt wieder, die geistige Gesundheit. Sehr schön. Sehr schön. So, die Falle heben wir auf. Zack. Die brauche ich noch. Für dieses Häschen hier. Ihr habt schon gesagt, ich könne wohl die Fallen direkt neben die ausgebuddelten Löcher stellen. Ah, da ist die Biene. Die ist böse, die Biene. Aber das bringt ja nichts im Prinzip, oder? Ich meine, die Häschen, die laufen da ja nicht einfach rein. Das machen ja nicht aus Solidarität zu mir. Das, ja, seht ihr, wenn die eingestürzt sind, dann sind da halt Hasen drinnen, aber... Die bewegen sich da nicht die ganze Zeit um die Löcher herum. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, wahrscheinlich, hoffe ich. Gut. Ich nehme mal den Speer. Ich brauche den Bumerang. Ihr habt mir gesagt, der ist super zum Jagen gehen. Wie hoch geht denn der Stack? Oh, der geht über 20 von den Gräsern. Oh, oh. Und es regnet schon wieder. Zieh mal den Strohhut auf und schmeiß das, glaube ich, mal weg. Na komm. Nee, warte mal, die könnte ich verfeuern. Den Garland. So, ich krieg dich. Seht mal, die sind echt schneller als ich. Die kriege ich nicht. Die kriege ich nicht. Diese kleinen Häschen. Ja, ich weiß, auf der Straße geht es übrigens schneller. Da kann ich sehr schnell flitzen und schnell laufen. Nee, ich habe keine Ahnung, wie soll ich das machen? Warte mal, ich versuch's mal. Ich stelle hier mal eine Falle auf. Oh, es wird schon wieder bald dunkel. Nein. Ich habe doch nichts mehr zu essen. Und jetzt buddel ich das mal aus, das Teil. Nein. Warte. Seht ihr, der Hase, der rennt ganz woanders hin. Kann ich denn in die Falle reinlocken irgendwie, wenn ich jetzt... Warte mal, geht das? Ah! Warte mal. Esse ich den nochmal? Ja, tolle. Ich tut mir sehr leid, aber ich muss dich ermorden. Armes Häschen. Ja, das ist halt leider mal. Oh. Shit. Ah, da schlägt der Blitz ein. Oh. Sind das Beefalos? Ja, ich kann mir Kacke sammeln, Leute. Super. Ah, ich mach dir doch gar nichts. Wahrscheinlich will er sein Jungtier beschützen, aber ich habe ihm nichts getan. Geh mal weg, bitte. Ich will nur eure Kacke. Da guck, ich bin ganz friedlich. Oh nein. Oh nein. Ich pflanze die einfach mal hier ein, auch wenn es nichts bringt auf diesen komischen Weidelanden da. Noch mehr Kacke. Ja. Oh, guck mal. Ein kleines Beefalo. Oh, Leute, ich muss bald wieder zurück. Oh, der hat ja einen ganz roten Hintern, habt ihr gesehen? Ist mit dir nicht richtig? Du bist ja ein Riesenbaby.
Ein riesiges Riesenbaby. So. Oh, dieser Regen. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich dadurch wieder irgendwie krank werde oder sowas. Gut. Erst mal ein bisschen mehr Gras. Ach ne, jetzt kann ich gar nichts mehr nehmen, ne? Was? Ach, das geht bis 40. Ja, ich weiß, deine Kleidung ist total durchnässt, aber... Das bringt ja alles nichts, mein Freund. Oh nein. Geistige Gesundheit mal wieder. Das bringt ja alles nichts. Ich glaube, ich muss noch ein paar Bäume fällen, dass ich noch mehr Birchnuts kriege. Das ist so eine sichere Nahrungsquelle eigentlich. Also mit der kann man immer gut haushalten. Weil dann geht man einfach wieder los und hackt was und dann ist wieder gut, ne? Also Wilson, der hat aber auch schnell immer wieder Hunger. Das ist unglaublich, was der vertilgen muss. Dass er immer bei Gesundheit bleibt, so ein bisschen. So. Ich bewege mich langsam schon mal wieder zurück. Oh, da ist ein Blümchen. Ah, und böse Biene. Nee. Was? Das ist Fleisch. Maulwurfsfleisch. Oder, ja gut, Morsel. Kann alles sein, ne? Das ist kein Maul, das ist alles. So. Was ist das denn? Rabbit Hole. Collapsed Rabbit Hole. Och Mann. Warum sind die alle eingestürzt? Hat sich alles gegen mich verschworen hier. Ah, toll. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Aber die Seeds kann ich gleich essen, oder? Nee, geht nicht. Ah, doch, kann ich. Gegen was tausche ich das aus? Ich leg mal die Falle einfach hier hin. So, essen. Essen wird so halt roh. Hauptsache meine geistige Gesundheit sinkt nicht zu tief. Ich stelle mich mal ganz kurz hier unter. Ja. Achso, ich dachte, er meckert schon wieder, weil es gleich dunkel wird. Wegen der Nacht. Oh. Hä? Was ist das denn? Ein Feld voller Augen. Ich verstehe das nicht. So. Warte mal. Den nehme ich mit. Oh oh, es wird Nacht. Es wird Nacht. Ja, schmeiß das mal hin. Oh, komm, schnell. Genau richtig, es ist Nacht. Okay, Karotte. Kochen. Ah, Leute, ich bin total unterversorgt hier. Ich muss mir auf jeden Fall ein Bärenfeld anlegen. Und dann schmeiße ich da Kacke drauf. Und dann wächst das. Das ist voll gut, ne? Bin ich ganz alleine drauf gekommen. So, die Kiste. Warte mal. Erst noch ein bisschen Gold. Oh, super. Das geht nicht mal ganz darauf. Ah, da sind sie wieder. Meine nächtlichen Freunde. Warte mal. Wo kann ich mir denn eine Kiste nochmal bauen? Ist eine Falle. Oh, was? Blub? Achso. Die Feuchtigkeit ist weg. Das ist schön. Das ist sehr schön. Locksuit. Sleep Dart, Blow Dart, Beamine. Ich brauche einen Bumerang. Wo kann ich mir hier einen Bumerang bauen, Leute? Eine Chest. Dafür brauche ich drei Bretter nochmal. So. Und die stellen wir dann hier hin. Dann kann ich da auch wieder was reinlegen. Warum ist die jetzt feucht? Die habe ich noch gar... Die habe ich da immer erst gebaut. Warum ist die schon wieder wet? Gibt's ja gar nicht. So, da schmeißen wir auch mal gleich das hier rein. Die Flint. Ah, so viel Kram, den ich jetzt gar nicht wirklich brauche eigentlich hier, ne? Ja gut, doch die Falle, die lasse ich mal. Das Fleisch koche ich gleich, denn das kann ich essen. Ja, zumindest eins esse ich. Oh Mann, Leute. Ich baue mir hier hinten dran so eine Bärenfarm. Und die werde ich dann schön bedüngen. Nein. Dass ich die mit rechts klick? Achso. So. Fertilize. Oh gut, jetzt ist der groß. Sehr schön. Warum sehe ich immer noch alles so verschwommen? Muss ich mal wieder pennen oder was? Das wäre durchaus vorstellbar, aber... So. Einfach mal solche Augen hier. Finde ich ja leicht gruselig, ne? So, nehmen wir den Speer hier. Wo kommen die Augen her, sag mal? Und was ist da in der Mitte? Go for the eyes. Ach, das ist eine Pflanze. Warte mal. Au.
Ist gemein. Au. Stirb. Ja, ich hab sie besiegt. Oh, eine rote Feder. Das ist... Aha, flashy bulb. Now I can start my very own meat farm. Was? Okay, ich versteh's nicht ganz, aber gut. So, nehmen wir das mal mit. So. Meine Fleischfarm kann ich jetzt starten. Wie soll ich das verstehen? Kann ich mir jetzt hier Tiere großziehen oder was? Keine Ahnung. So, hier mal die Axt wieder und jetzt hier. Zack, zack, zack. Hoffentlich kommt da nicht bald mal so ein Baumriese. Die vermisse ich ja schon leicht. Also auf die... Nicht unbedingt weise, ich warte oder ich freue mich drauf, dass sie kommen, sondern... Es ist verwunderlich, dass sie noch nicht kommen. Oh Mann. Entschuldigung. Meine Stimme, die kackt gerade so ein bisschen ab. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Gut. Noch mehr Gras. Ich brauche ganz viel Gras. Ich glaube, ich sollte mir einfach mal einen Schlafsack machen und mal wieder pennen. Wahrscheinlich leide ich nur unter Schlafentzug, so auch wie im echten Leben. Oh, da habt ihr schon wieder, da war eben wieder ein Schatten. Schlafentzug ist scheiße. So. Ein Bärenbusch. Den muss ich mir ganz schnell einpflanzen. Ich habe noch zwei Kacke, das ist voll gut. Ach ja, es wird schon wieder dunkel, sag mal. Das hier, es geht so schnell. Ich habe nicht mal Zeit, irgendwie groß was zu machen. Und da ist schon wieder Abend und ich habe Hunger und die Monster kommen. Warte mal, ich buddel mal... Nein, ich buddel mal das hier aus. Ich buddel mal die ganzen Baumstämme aus. Dann kann ich die nämlich wunderbar wieder ersetzen. Indem ich sie nachpflanze irgendwann. Muss halt nur schauen mit diesen Birchnuts. Auch nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So. Und hier. Ich habe so viel Holz, kann das sein? Ich habe viel zu viel Holz. Oh, da ist eben was nachgewachsen. Zack, zack, zack. Ist das collapsed? Nein, das ist ja auch collapsed. Warum sind die ganzen Hasenlöcher zugefallen? Ist das normal im Frühling, dass das passiert? Keine Ahnung, aber ich finde es ein bisschen unangenehm. So, jetzt schnell zu meinem Lager. Ja, diese Falle da, die kann ich jetzt wieder mitnehmen. Zack. Oh, da sind noch Seeds. Nein, geh weg. Frecher Vogel. So. Es geht aber. Durch den Hut wird, glaube ich, da eine ganze Menge absorbiert. Wet Berry Bush. Ja, den Bärenbüschen ist das egal. Wenn die nass sind, ist vielleicht sogar noch besser. Ach, guck mal, genau. Die sehen so ein bisschen vertrocknet aus. Und jetzt Fertilize. Jetzt sind es normale Bärenbüsche. Schön. Man hat mir nur gesagt, ich soll aufpassen vor den, Truthähnen. Die fressen die nämlich, die frechen... Nom, nom, nom. Ja, ich meine, die haben ja auch Hunger, ne, die Viecher. Oh, da sind Seeds. Ja, schön. Bin ich denn jetzt richtig? Das sieht irgendwie so komisch aus auf der Karte hier. So ein grauer, nichtssagender Fleck einfach. Okay. Chanel, Chanel. Noch ein paar Bäume fällen. Macht wieder fit im Kopf, glaube ich. Wenn ich da noch mehr Birchnuts kriege, ist das sowieso wunderbar. Na gut, im Kopf macht es nicht gerade fit. Oh. Da ist schon Gras. Oh, Wasser. Oh, H2O. Wunderbar. Ach Leute, es ist schon Tag 9. Also was heißt schon? Eigentlich ist es wenig. Wenn man überlegt, bei meinem Speicher vorher, da war ich jetzt irgendwie schon... Da wäre ich wahrscheinlich schon Tag 30 fast. Wenn ich denn so lange überlebt hätte. Gemäß des Gefalles eben, ne? Ja, ich werde mal... Ah, guck mal, hier sind noch Bärenbüsche. Aber ich brauche noch mehr Kacke, sonst bringt mir das alles nichts. Ich brauche noch Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Wo ist die Kacke? Sehr gut. Dann kann ich mir gleich wieder eine neue Mütze bauen. Und mehr geistige Gesundheit absorbieren. So, wunderschön. Ein Garland. Ein Blumenkranz für den Kopf. Wo sind denn die Biefe los? Die habe ich doch vorhin... Gibt es hier so wenige davon? Das sind echt mal nicht viele, ne? Nicht viele Biefe los. Warte mal. Machen wir wieder so.
Nein, 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 Häschen. Ich muss die da reintreiben, glaube ich. Das ist gar keine schlechte Idee. Ja. Ja. Ja, den werde ich jetzt gleich mördern, leider wieder. Tut mir leid, Leute, aber... Nehmen wir die schlechte Schaufel. Die muss weg. Die muss weg. Also nicht traurig sein wegen der Häschen, aber die müssen halt leider. Das sind... Die werden später zu Killerkarnickeln, wenn ich die nicht einfange hier. Yes. Klappt ja hervorragend. Und da hört schon wieder auf zu regnen. Oh, Häschen. Tut mir leid. Oh, das ging ja super. Oh, es ist Vollmond. Das ist sogar perfekt. Das ist ja perfekt. So. Da will ich doch mal gucken, was machen meine Biefe los. Ja, das Schöne an Vollmond ist, ich muss nicht aufpassen, dass ich in der Dunkelheit unterwegs bin, denn es ist ja taghell fast schon. Nur so ein bisschen blau. Oh, die schlafen alle. Biefe los. Was die für Geräusche machen. Oh nein. Nein, 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 ich hab nur eure Kacke gesammelt. Ich wollte doch nur... Ich will doch nur, dass ihr nicht in euren eigenen Exkrementen schlafen müsst. Dankeschön. Und die schlafen einfach auf der Stelle weiter, wo sie mir aufgehört haben zu folgen. Das ist super, ne? Ich finde das klasse. Vielleicht ziehen wir mal kurz den Garland an. Ja, ich muss noch mehr bauen hier. Bitte. Sehr schön. Oh, es ist schon wieder... Nee, es speichert nur. Sorry, Häschen. Ich brauche noch mehr eingestürzte Löcher. Und noch mehr Kacke vor allem. Was ist da denn? Oh, da sind wieder Bäume. Oh, die sind ja riesig. Warte mal. Brauche ich meine Axt? Riesige Bäume sind super, weil da gibt's meistens Birchnuts. For free. Find ich super. Seht ihr? Noch mehr. Oh, was ist das? Evil Flower. Ja, dadurch kann ich meine geistige Gesundheit senken. Aber will ich gar nicht. Oh, warte mal. Da kann ich ja wieder ausgraben. Die Frage ist, gegen was will ich das tauschen? Ja, komm. Legen wir die Falle mal hin. Die ist eh nicht mehr so ganz. Eat. Nom, nom, nom. Was ist das hier? Ein Gnom? Da komme ich später nochmal hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eben geht's ganz schön rasant bergab mit meiner geistigen Gesundheit. Eieieiei. Ist gar nicht gut. Kann ich die essen? Nee. Alter Schweden. So, ich grab die mal aus, dann wird meine Schaufel eh nicht mehr lange halten. Oh Gott, Leute, die Monster. Die machen mich gerade fertig. Ich höre da irgendwie was. Die Musik ist gerade freundlich, aber der Rest nicht gerade, ne? Oh, da kommt schon wieder was. Ah, ich bin so hungrig. Ja, ich glaub's dir, Kumpel. Bald gibt's was. Bald gibt's was. Muss mal ein bisschen was hacken. Was ist das da unten? Oh, da ist Kacke. Da ist Kacke. Hey, ich brauch die Kacke. Ja, das nimmt gar nicht so viel Haltbarkeit irgendwie, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Halluzinationen. Was ist das? Wet Suspicious Dirt Pile. Ach ja. Okay, Leute, ich muss echt... Ich muss echt... Oh Gott. Wird immer schlimmer hier. Hallo. Ich bin nett, das wisst ihr hoffentlich, ne? Mein lieben Biefe los. Gott, Leute, ich dreh gleich durch hier. Guck mal. 44. Was ist das denn? Breezy West? Alter Schwede. Böser Hase. Guck mal. Der ist schon ganz dunkel und böse. Krass.
Oh, was? Nightmare Fuel. Ach so. Klasse. Jetzt habe ich statt was zu essen Nightmare Fuel bekommen. Finde ich ja hervorragend. Leute, ich muss schnell zurück. Ich muss schlafen. Schlafen. Wo ist das Wurmloch da? Ich leg mal die Falle hier. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wird's langsam kritisch. Leute. Nein, komm hier rein. Hui. Oh, Kinder. So schlimm hatte ich das noch nie bei dem Spiel, glaube ich. Das war nicht sehr klug. Oder das war nichts Intelligentes. Oh Gott. Oh Gott. Die Geräusche schon. Wo habe ich den Bärenbusch? Da ist er. Nein, einpflanzen. Mit der Kacke. Zicke, zacke. So. Oh Leute, ich muss mir was... Ich muss schlafen jetzt. Heute Nacht muss ich schlafen. Oh, guck mal, er dreht total durch. Wilson, bleib cool. Kriegen wir hin. Erstmal essen. Survival. Was brauche ich für mein Strawbed? Ein Seil brauche ich. Ein Seil. Oh Gott. Schlafen jetzt. Oh, meine geistige... Was, die singt immer weiter? Könnt ihr nicht machen. Warum? Warum sinkt die geistige Gesundheit, Leute? Ich hab doch. Was soll ich denn noch anders machen? Ich verstehe das nicht. Aber jetzt steigt sie wieder, meine geistige Gesundheit. Warum auch immer. So, noch mehr Fleisch. Oh, gerade nochmal gerettet hier. Wahrscheinlich liegt es echt am Schlafen, scheinbar. Ich kann es mir sonst nicht erklären, warum ich andauernd hier so kurz vorm Abnibbeln bin. Aber aktuell geht's ja. Ah, dieser Frühling. Es ist nur am Regnen. Furchtbar. So, warte mal. Ich werde mal runtergehen, hier mir ein paar Bärenbüsche sammeln. Eieiei. Okay, ich laufe die Straße. Ihr habt ja recht, es geht wirklich schneller. Aber hier hört die Straße auf. Oh, komm schon. Hör mal auf jetzt hier mit deinen Halluzinationen. Das ist ja furchtbar. Zack, zack, zack. Danke für den Schutz vor den Elementen, Baum. Und dann hau ich dich kaputt. Ist voll nett von mir. Oh Gott, ein Frosch. Ich habe gerade Angst vor allen Dingern. Aber ich weiß, dass der Frosch böse ist. Und deswegen werde ich ihn töten. Ja, da seht ihr. Ja, stirb. Nein, da kommt ja noch einer. Kommt ihr denn alle her? Nein, wie viel sind denn das hier? Alter Schweden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frösche des Todes. Und sie springen mir alle nach. Hilfe. Oh. Guck mal, wie viele Frösche jetzt hier kommen. Es regnet Frösche sogar. Ja, jetzt verstehe ich das, wo die herkommen. Oh Gott, ihr scheiß Viecher, haut bloß ab, ne? Ich sag's dir, Freund. Und meine Gesundheit schon wieder. Nein. Nein. Hast du das gehört? Oh Gott, ich höre alle möglichen Dinge gerade. Leute, ich werde sterben. Ich werde so sterben. Komm, ich muss sammeln. Blümchen sammeln. Dann geht's mir bald wieder besser. Ist das auch collapsed? Ja, na klar ist das collapsed. Oh, du blöder Frosch, ne? Schaufel. Ja. Noch mehr Nightmare Fuel, ne? Nee, es gab Monsterfleisch. Warum gab das jetzt Monsterfleisch? Oh Mann, und es sinkt und sinkt und sinkt. Und ich kann nichts dagegen tun, Leute. Ich verstehe nicht, was hier falsch läuft. Ah, nein! Haut doch ab! Oh nee. Du Blöder! Oh Leute, ich glaube, es ist aus. Es ist aus.
Stirb! Es ist aus. Ja, geistige Gesundheit im Arsch. Leben im Arsch. Oh Mann. So, komm. Meine letzte Chance. Ich muss mich schlafen legen. Oh, ich werde gleich wahnsinnig. Guck mal. Leute, das kann ich so knicken. Mach doch die Kiste auf. Nice and comfy. Ja, das ist schön. Okay, warte. Nein. Wo haben wir es? Erstmal refine, ein Rope. Kann ich mir nicht noch ein Zelt bauen oder sowas? Healing Salve, ja, habe ich alles nicht. Oh Gott. Warum nimmt meine geistige Gesundheit so stark ab? Könnt ihr mir das sagen? Wisst ihr das? Habt ihr da einen Plan? Ich habe nämlich keinen Plan. Oh Gott. Ich esse Blumen. Ich glaube, das Monsterfleisch ist nicht gut, wenn ich das futtere, von daher. Krass. Oh, ich habe Beeren. Es gibt Beeren, Leute. Sehr schön. Meine Bemühungen tragen erste Früchte. Das finde ich ja geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles hier geht den Bach runter. So. Okay. Aktuell läuft's ein bisschen. Hätte ich jetzt nochmal die Mod, dass ich mir hier... oh nein, noch mehr Frösche. Dass ich den Rucksack anhätte, das wäre super. Ja. Okay. Ja, toll, der ist mir noch in die Falle gegangen. Hey, ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Oh, jetzt ist aber der Altar kaputt. Fantastisch. Na gut, Leute, ich würde sagen, mit diesen Bildern beende ich den Part. Es wäre lieb, wie immer, wenn ihr mir Tipps da lasst. Eine Bewertung gebt. Ein Like natürlich, wenn es euch gefällt. Darüber freue ich mich doch besonders. Ja, keine Ahnung. Ich hätte wohl irgendwas anders machen müssen. Also, ich weiß nicht, warum meine geistige Gesundheit so rapide abnahm. Ich habe gegessen, ich war eigentlich gut gefüttert und habe geschlafen und trotzdem ging es immer weiter runter. Könnt ihr mir sagen, woran das liegt? Also, ich will ja nicht den ganzen Tag nur Blümchen pflücken. Das soll ja irgendwie auch noch was anderes hier bringen. Ich weiß es nicht. Leute, ich mache hier einen kleinen Cut. Ich werde jetzt mein Zeug einsammeln und wenigstens noch zu meinem Lager laufen. Und, ja... Alles klar. Leute, wir sehen uns wieder in Don't Starve, Reign of Giants.